Liebe Gäste, liebe Mitorganisatoren und Organisatorinnen der Ausstellung Moderne Direkte Demokratie. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Vernissage der Ausstellung und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Stefanie Schüppach und ich bin die stellvertretende Leiterin des Politforums Bern. Unsere Demokratie ist unter anderem geprägt von den regelmäßigen Abstimmungen, an denen wir teilnehmen dürfen. Viele von diesen Abstimmungen sind vorgängig von hitzigen Diskussionen und Debatten, gehen denen voran und viele Abstimmungen kommen auch aufgrund von Initiativen zustande. So wie auch die Zersiedelungsinitiative, über die wir am 10. Februar abstimmen. Im Politforum Bern findet hierzu morgen eine Abstimmungsdebatte statt und wir freuen uns sehr, dass auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga morgen mit uns mitdiskutiert. Doch warum und wie können wir Bürgerinnen und Bürger überhaupt Initiativen einreichen? Und welche anderen Instrumente stehen uns Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zur politischen Partizipation? Diesen und weiteren Instrumenten und Themen widmet sich die Ausstellung «Moderne direkte Demokratie», die das EDA oder Präsenz Schweiz genauer gesagt konzipiert hat. Eigentlich wurde die Ausstellung für Botschaften im Ausland konzipiert, aber wir zeigen sie heute auch hier in der Schweiz. Die Ausstellung soll nämlich zu einem Dialog anregen über direktdemokratische Instrumente und die Demokratie, was wichtig ist, sowohl in der Schweiz wie auch im Ausland. Wie bereits erwähnt, finden viele Abstimmungen in der Schweiz statt und einige Plakate bleiben uns auch länger in Erinnerung. Es freut uns daher sehr, dass Präsenz Schweiz mit dem Museum für Gestaltung aus Zürich organisiert hat, dass eine Plakatausstellung als Ergänzung der Ausstellung «Moderne direkte Demokratie» auch hier gezeigt werden kann. Es handelt sich um eine Sammlung von Schweizer Abstimmungsplakaten von 1918 bis heute, die nicht aufgrund von politischen Themen oder im Hinblick auf eine Vollständigkeit ausgewählt wurden, sondern aufgrund ihrer ikonografischen Ausgestaltung. Dialoge und Debatten zu politischen Themen, das heißt Rede, Gegenrede, Fragen, überparteiliches und kontradiktorisches Argumentieren, aber auch der unmittelbare und persönliche Austausch, das sind alles zentrale Elemente der direkten Demokratie, zu denen wir Sorge tragen müssen. Denn eine Demokratie besteht nicht nur aus Wahlen oder Abstimmungen und aus einem Ja und Nein und Gewinnen und Verlieren, sondern gerade eben auch aus kontinuierlichen Diskussionen auf allen Ebenen des Staates, der Gesellschaft und mit immer wechselnden Mehrheiten. Damit sind wir auch beim Kernelement des Politforums Bern. Wir verstehen uns als Ort des offenen Austausches über politische Themen und stellen hierfür einen Raum zur Verfügung. Den neuen Trägern des Politforums Bern, das sind die Stadt und der Kanton Bern, die Burgergemeinde Bern und der Schweizerisch-Evangelische Kirchenbund und die Römisch-Katholische Zentralkonferenz, gebührt hierfür für die Unterstützung großen Dank. Eine Demokratie braucht solche Orte des Austausches und wir müssen sie alle mit Leben und Debatten füllen. Wir als Politforum Bern legen großen Wert auf Unabhängigkeit als Grundlage unserer Glaubwürdigkeit und es ist uns ein Anliegen, möglichst viele Themen und Institutionen und ihre Anliegen und Geschichten mit einzubeziehen und mit ihnen gemeinsam politische Debatten zu organisieren und uns für die Demokratie einzusetzen. Aus diesem Grund freut es mich auch sehr, dass diese Zusammenarbeit mit dem EDA und Präsenz Schweiz zustande gekommen ist und wir hier die Ausstellung zeigen dürfen. Peter Fankhauser, stellvertretender Chef von Präsenz Schweiz, wird gleich noch ein paar Worte zur Ausstellung, aber auch zu Präsenz Schweiz im Allgemeinen und warum Präsenz Schweiz eine solche Ausstellung konzipiert hat, sagen. Im Anschluss daran macht Thomas Göttin, Leiter des Politforums, einen Input zu einem in Entstehung begriffenen weltweiten Netzwerk von Demokratiehäusern, wozu auch das Politforum gehört. Ich begrüße nun herzlich Peter Fankhauser. Jetzt geht es. Vielen herzlichen Dank. Auch von meiner Seite ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser Vernissage Modern Direct Democracy. Als ich gestern Abend, und das war so,
am Küchentisch gesessen habe und mir überlegt habe, was soll ich sagen heute Abend, kam mir vor allem das Gebäude und dieser Raum, diese Räume hier in den Sinn. Und wenn Sie sich etwas umsehen, das ist 13. Jahrhundert, habe ich mir vorhin noch sagen lassen. Also mehrere Jahrhundert, dicke Mauern, es war ein Gefängnis. Und heute befinden wir uns an einem Ort, wo wir eine Ausstellung über Bürgerpartizipationsformen schweizerischer Ausprägung zeigen können. Ich finde das die ideale Location, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde das auch emotional, hat das etwas, weil nach so vielen Jahrhunderten in diesen Gemäuern heute als offenes, unabhängiges Politforum, aber auch mit der Gelegenheit für uns hier diese Ausstellung, die wir sonst im Ausland zeigen, hier präsent zu sein, das finde ich etwas Wunderschönes im Interesse der Menschen. In diesem Zusammenhang auch vorweg ein Dank an euch beide, dass wir diese Gelegenheit haben. Vielleicht zur Idee, wie kam es überhaupt dazu? Die Geschichte geht eigentlich so. Vor gut einem Jahr sind wir zusammengesessen, zusammen mit Carol Hausermann, meine Kollegin, und haben uns im Zusammenhang mit dem Wahljahr 19, wir haben ja Wahlen im Herbst, Gedanken gemacht, was könnte man gemeinsam tun? Ihr habt gesucht nach im Zusammenhang mit politischem System relevanten Inhalten und wir waren damals gerade daran, diese Ausstellung fertig zu konzipieren fürs Ausland. Und das war eigentlich dann der Match, dass wir auch wussten, wir haben sowohl ausländische wie auch inländische Zielgruppen hier. Und für uns war es plötzlich auch spannend, mal in der Schweiz zu zeigen, wie diese Präsenz Schweiz im EDA eigentlich im Ausland über die Schweiz kommuniziert. Das war wie ein Match, wie ein Win-Win. Das ist der Ursprung der Geschichte, warum wir hier sind. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch kurz sagen, was diese Präsenz Schweiz ist. Also zunächst einmal, wir sind zugehörig zum Departement für Auswärtige Angelegenheiten, sind etwa 40 Nasen und arbeiten seit 18 Jahren am Image der Schweiz, am Bild der Schweiz im Ausland. Unser Gesetz heißt sogar Gesetz zur Pflege des schweizerischen Erscheinungsbildes im Ausland. Jetzt könnte man sagen, ja, aber Image, ist das wirklich wichtig, weil gut dastehen, also das ist dann nicht alles im Leben, es geht um Substanz. Wir haben einen sehr präzisen Ansatz, wir sagen nämlich Perception Shape Decisions. Also je nachdem, was oder wer oder auch ein Land, was für ein Image hat, hat das eine direkte Auswirkung auf das Entscheidverhalten der Menschen. Und uns geht es darum, dieses Image substanziell zu pflegen, das Image aber auch zu diversifizieren. Wenn ich nämlich in Asien bin und frage, was versteht ihr unter die Schweiz? Kann auch Südamerika sein. Garantiert, Schokokäse, Fondue, Schnee vielleicht noch, sicherlich in China. Kaum jemand weiß, wie innovativ die Schweiz ist. Kaum jemand kennt die junge Generation von Startups im Bereich Deep Tech zum Beispiel, im Bereich Drohnen, ganz viele im Bereich der Spitzenmedizin. Das ist nicht so bekannt. Präsenz Schweiz ist auch dafür besorgt, dort wo wir zwar sehr gute Klischees haben, also nichts gegen Heidi und Peter und Käse, das ist positiv besetzt, das ist wichtig, dieses Image zu diversifizieren. Und einer unserer strategischen Schwerpunkte thematisch ist das politische System. Warum? Das ist Teil unserer Identität. So wie ein Land tickt, ist dann eben auch die Ausprägung der politischen Kultur. Und wir haben vom Bundesrat im Rahmen einer Strategie den Auftrag, unter anderem auch dieses politische System bekannt zu machen. Auch dann, wenn Abstimmungen passieren, wo im Ausland manchmal gesagt wird, ja, aber hallo, also erstens geht's noch, Kuhhorn, Minarett, das, wir messen das täglich, das gibt zu reden im Ausland. Einerseits erstaunen, manchmal Kopfschütteln, manchmal auch geht's noch, das dürft ihr nicht. Und dann sagen wir nicht, weil als Verwaltungsangestellter mache ich keine Politik, ich erkläre dann, wie die Schweiz politisch tickt. Und so sind wir bei einem dieser Pfeiler, und das ist die direkte Demokratie, angelangt und haben dort Publikationen gemacht, oft zusammen auch mit der Bundeskanzlei. Früher noch DVDs hat man früher noch gemacht, das macht man heute auch nicht mehr. Und zum Teil eben auch Projektformate, wie Sie das hier sehen, sehr schlichte, einfache und vor allem informative Ausstellungen. Jetzt, was erwartet Sie?
hier in den Räumen, wenn Sie dann diese Panos anschauen gehen. Zunächst einmal, Sie werden sehen, es ist sehr schlicht gemacht, typisch schweizerisch. Es hat schon fast einen reformierten Style, der Modesti. Ja? Aber das ist mir wichtig. Ich finde immer, der Stoff und die Tonalität müssen zusammengehen. Und direkte Demokratie ist nicht Bling-Bling, Jubel, Champagner und Happy, sondern da ist auch ganz viel Anstrengendes dabei, wenn man Konsens und Kompromisse suchen muss. Ich komme darauf zurück. Zweitens sehen Sie hier, auch als Schweizerin und Schweizer, aber auch unsere ausländischen Zielgruppen, Sie sehen quasi eine Bestandesaufnahme. Wie hat sich das entwickelt? Ab 1848. Wie wurden die direktdemokratischen Rechte und vor allem die Prozesse politisch verhandelt und ausgebaut? Wo stehen wir heute in der Gegenwart? Mit was sind wir konfrontiert? Und welche Punkte machen uns auch viel Arbeit, wenn wir uns überlegen, ja, wohin geht die Reise mit direktdemokratischen Rechten? Hier das Stichwort Digitalisierung zum Beispiel, / E-Voting. Ich stelle mit Erstaunen fest, dass seit 2 Jahren wenige Menschen ganz laut sagen, das darf man nicht, das sei zu gefährlich. Ich erinnere danach daran, wie das früher war, vor 30 Jahren bei der Einführung der brieflichen Stimmabgabe. Es dauert immer lang und ist ein zäher Prozess. Aber es gibt Herausforderungen, die stehen vor der Tür oder sie stehen schon im Raum, das ist klar. Es ist also eine Bestandesaufnahme mit über 150 Jahren Anlauf. Und deshalb gleich vorweg eine erste wichtige Message. Wenn wir über das sprechen, was Sie hier heute Abend sehen, wir gehen nicht ins Ausland und sagen, das ist super, wir möchten das gerne exportieren. Nach Spanien oder nach Deutschland, das tun wir nicht. Wir gehen nur raus mit dem, wenn vor Ort auch ein Interesse besteht. Das ist mir ganz wichtig, das zu unterstreichen. Was erwartet Sie weiter? Es ist nicht nur ein Darstellen der direktdemokratischen Rechte und deren Entwicklung im Laufe der letzten 160 Jahre. Es ist auch was anderes. Wir haben uns Mühe gegeben, gewisse Konstanten und Wechselwirkungen herauszuschälen. Und wenn Sie die Pano oder auch die Zeitung, die Sie mitnehmen können, aufmerksam durchlesen, ist es eben schon noch spannend. 2, 3 Beispiele dazu. Direktdemokratische Rechte von Bürgerinnen und Bürgern nehmen dem Parlament nichts weg. Das höre ich oft im Ausland, das ist eine Gefahr für die rein republikanische Arbeit eines Parlaments. Sie ergänzen diese Arbeit, sie bremsen sie manchmal auch oder sie sagen, wenn der Kompromiss allzu faul ist, so geht es nicht. Zweitens, wir stimmen ja etwa 4-mal pro Jahr ab. Wenn ich das im Ausland sage, ist auch immer großes Kopfschütteln. Die haben in der Regel vielleicht alle 5, 6 Jahre haben die eine Art Plebiszit. Das heißt, bei uns in der Schweiz haben wir unsere politischen Antennen eigentlich immer ausgefahren. Also mir persönlich geht es so. Und die nächsten Abstimmungen sind vor der Türe. Und das schafft, das ist das ganz Wichtige in meiner Wahrnehmung, eine staatspolitische Identifikation der Bürgerinnen und Bürger. Indem viele, viele Minderheiten, wie sie es in diesem Land gibt, von Beginn weg mit eingeschlossen werden oder selber initiieren können, heißt das auch, dass die Entscheide mitgetragen werden. Oder etwas überspitzt formuliert, sogar die Verlierer erachten sich selber nicht nur als Verlierer, weil sie eben partizipieren konnten. Und das weiß man von Studien, das schafft Zufriedenheit. Also all die, die sagen, hör mir auf mit direkter Demokratie, das ist ineffizient. Man wartet 30 Jahre, bis man ein Hochhaus bauen kann. Das stimmt schon. Aber das Argument der Zufriedenheit ist für mich mindestens so wichtig wie dasjenige der Effizienz. Und noch was, in dieser Wechselwirkung passiert noch was ganz anderes, nämlich politische Stabilität. Und da, denke ich, sind Sie einig mit mir, diese Stabilität, auch geboren aus dieser Wechselwirkung mit direktdemokratischen Rechten, die ist entscheidend für unser Land und das Erfolgsmodell Schweiz und für die Wirtschaftsleute. Die brauchen politische Stabilität. Und ich denke, es ist eben auch ein Teil unseres Erfolges, wie bei uns die direktdemokratischen Rechte verhandelt wurden politisch und wenn ein Entscheid mal gefallen ist, dass dieser Entscheid eben auch gilt. Für mich ist wichtig, Sie einzuladen,
diese Ausstellung anschauen zu gehen. Es gibt wie zwei Dimensionen. Das eine ist, was bedeutet direkte Demokratie? Wie hat es sich entwickelt? Wie sehen diese Rechte aus, die Prozesse, die Designs? Und das andere, was Sie hier auch etwas spüren, wie sprechen wir und kommunizieren wir über die direkte Demokratie und das politische System in der Schweiz im Ausland? Weil die Ausstellung Telgel auch schon mehrfach in Deutschland, in der Ukraine gewesen ist, nach Berlin gehen wird, also die wandert auch. Und dort haben wir einen typisch schweizerischen Ansatz gewählt. Erstens, wie gesagt, wir sagen nicht, das ist ein Exportschlager. Was wir ins Zentrum stellen, ist die gute alte Sache mit dem Dialog. Wir laden ein, dass ein Dialog stattfindet. Wir laden ein, dass in den Ländern draußen verglichen wird. Wir laden ein, dass unsere Expertise im Bereich der direkten Demokratie wahrgenommen werden kann, dass man dazulernt. Das heißt, wir versuchen unser Wissen nicht so, sondern hinzulegen und zu teilen. Und geteiltes Wissen, das ist Wissen, das sich vermehrt, das stärker wird. Dieser Dialog und diese Vergleichbarkeit ist was ganz Wichtiges für uns. Und wir machen es, wie gesagt, immer nur dann, wenn wir wissen, es besteht Interesse. Leute müssen sich interessieren und wenn das der Fall ist, legen wir unseren Erfahrungsschatz hin. Dann haben wir meistens die Ausstellung, wir haben eine Podiumsdiskussion und manchmal bringen wir auch noch einen Film, zum Beispiel die göttliche Ordnung, haben wir auch schon gezeigt. Und das gibt ein ganzes Paket, das hilft zum besseren Verständnis des politischen Systems der Schweiz am Beispiel der direkten Demokratie. Zum Schluss möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, Carol Hausermann, meiner, ich muss jetzt Tango fassen, ich weiß nicht, wer das ist, zu danken. Das war alles ganz viel Arbeit. Und wenn Fragen bestünden, ich bin sicherlich noch eine Weile hier und scheuen Sie sich nicht, mir diese Fragen zu stellen. Und jetzt bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und mache das Handover zu dir, Thomas. Ja, vielen Dank. Ein Aspekt, den du zu Beginn erwähnt hast, das ist wirklich so, dieses Haus, dieses ehemalige Gefängnis, Wachturm, das hat schon sehr einen emotionalen Gehalt. Ich sehe das auch, wenn wir mit ausländischen Gästen diskutieren hier. Wir hatten schon aus Katalonien, aus China, aus Taiwan oder aus anderen Staaten Leute hier. Und diese Vorstellung, dass sich hier ein offenes Haus für politische Diskussionen in diesem ehemals einschließenden Gefängnis befindet, das ist schon sehr speziell. Ich bin auch das erste Mal über diesen speziellen Aspekt gestolpert, eigentlich im letzten Herbst. Da war ich in Rom am Global Forum on Modern Direct Democracy und da in der Schweizer Botschaft, wie das eben Peter Fankhauser gerade gesagt hat, da waren Teile dieser Ausstellung zu sehen, unter anderem ein Panel, es ist jetzt zu oberst im fünften Stock über den Käfigturm. Und da habe ich gesagt, oh, da arbeite ich ja, das musste ich mal genauer lesen. Und da ist mir wirklich bewusst geworden, dass vielleicht diese Institution, das Politforum hier, eine doch auch speziellere Bedeutung hat in dieser ganzen Form eben als Element der demokratischen Infrastruktur, die wir uns gar nicht unbedingt so bewusst sind. Es gibt aber auch in vielen anderen Ländern solche Demokratiehäuser. Es gibt Projekte dazu. Und wir hatten in diesem Rom, in dieser Veranstaltung eben auch einen speziellen Workshop, wo es darum ging, uns zu überlegen, ja, macht es Sinn, hier zusammenzuarbeiten, was könnte das bringen und was ist wichtig. Ich habe eben auch gesehen, dieses Demokratiehaus, das tönt immer so ein bisschen speziell für die Schweiz, House of Democracy, weil wir sind ja Demokratie, würde Bild formulieren und gleichzeitig haben alle das Gefühl, wir wissen, wie es geht. Wir haben die Erfahrung gemacht in diesem Jahr, die wir hier sind und das haben sicher die Vorgänger und Vorgängerinnen auch gemacht, dass natürlich auch in der Schweiz Austausch, Diskussion keine Selbstverständlichkeit ist und der Bedarf groß. Wir sehen das immer wieder an diesen auch Diskussionen, die wir hier führen, jüngere Leute, die vielleicht politikfern sind, die haben ein großes Bedürfnis zu wissen, was geht. Und in dem Sinne ist es auch für uns vielleicht nicht ganz eine selbstverständliche Institution.
Es ist auch so, dass sie sich vielleicht fast ein bisschen unbewusst entwickelt hat. Nachdem es ein Gefängnis war, war es lange Zeit ein kantonales Archiv. Da sind Akten der Behörden gelagert worden. Aus diesem wurde es dann in den 80er Jahren ein Informationszentrum. Und ich glaube, Information ist ja nur ein Aspekt. Austausch, Diskussion, das ist dann immer wichtiger geworden. 90er Jahren bis heute entwickelt sich das eben auch bei uns immer wieder neu und mehr zu einem Ort des Austausches. Besonders symbolisch natürlich auch die Nähe zum Bundeshaus. Es gibt aber auch ähnliche Häuser, auch Gefängnisse, die eine solche Funktion haben, beispielsweise in San Sebastian in Spanien. Ich war in Porto, da gibt es ein Gefängnis, das ist auch ein Fotomuseum, das sich sehr als offenes Haus versteht, und wir werden in etwa 2 Jahren mit Ihnen zusammen auch eine Diskussions- und Ausstellungsreihe machen zum Thema Gefängnisse in der Schweiz oder und in Europa. Es gibt kleinere Zentren, es gibt in Seoul, es gibt in Athen, es gibt in Bozen, in Reykjavik oder in Honolulu, habe ich auch gelernt, aber ich war noch nie dort. Da haben wir uns also in diesem Workshop zusammengefunden, haben gedacht, ja, was würde so ein Netzwerk auszeichnen? Und die erste Frage war überhaupt, ja, was wäre so ein Haus? So ein Haus der Demokratie oder ein Ort des Austausches? Wir haben dann ein paar Schlüsselfaktoren identifiziert, obwohl es in jedem Land und in jeder Stadt wieder anders aussieht. Und das ist eigentlich auch sehr gut so. Da waren die Kriterien, die wir gewählt haben, eben, oder die wir gefunden haben, die können es auszeichnen. Ein Raum oder ein Gebäude, das der Bevölkerung und Organisationen der Zivilgesellschaft offen steht. Die Ausrichtung auf aktuelle politische Themen. Ein Ort der öffentlichen Debatte. Es braucht aber auch eine offene Informationspolitik und das Engagement für politische Bildung. Eine gute Zugänglichkeit, das ist hier sehr zentral, die vertikale Zugänglichkeit, da sind wir herausgefordert, würde man in der heutigen Sprache sagen, da arbeiten wir noch daran. Und es braucht Unabhängigkeit, das ist immer auch wichtig. Die Frage, wie ein solches Haus zu finanzieren ist, das ist, da gibt es verschiedene Meinungen, privat, öffentlich, geteilt, aber auf jeden Fall unabhängig, das ist, glaube ich, eine wichtige Funktion. Eine zweite Frage, die wir diskutiert haben, ja, was soll so ein Netzwerk bringen? Also klar gehört Erfahrungs-Informationsaustausch dazu. Wir haben uns auch überlegt, wir können natürlich Leute austauschen, dass mal jemand vielleicht aus einem anderen Land hierher kommt oder wir irgendwo hingehen, wo man auch diesen Austausch hat. Oder es gibt ja auch ähnliche Institutionen in der Schweiz, dass man zwischen Basel oder Zürich oder so, wo auch solche Projekte oder auch solche Häuser sind, sich austauscht. Das gehört sicher dazu. Aber dann ist es auch die gegenseitige Unterstützung. Also solche Demokratiehäuser sind alles andere als unumstritten. Das wissen wir in Bern quasi genauso gut wie alle anderen. Ihr wisst, es wurde vor 2 Jahren geschlossen durch einen Sparentscheid des Bundes. Und es brauchte doch auch mit eine breite Bewegung von Leuten, die gesagt haben, nein, diesen Ort, den möchten wir uns erhalten. Es gab an dieser Tagung dann in Rom eine Abschlusserklärung über sowas wie eine Charta von demokratischen Städten. Und da haben eben diese Demokratiehäuser auch Aufnahme gefunden. Ich habe das noch nicht übersetzt, ich lese das jetzt Englisch einfach, weil das so drinsteht. Oder? Democracy City seeks to create physical spaces where people can be with each other, discuss with each other and make democratic decisions together freely and safely. In democracy cities, these spaces may take any number of forms, from previously abandoned buildings to libraries, schools, streets reclaimed from brutal traffic to centers that are explicitly houses of democracy. So, das ist so eine sehr allgemeine Umschreibung, aber die zeigt eben, wie breit die Spanne ist. Aus dieser Überlegung haben wir uns auch für das Politforum ein paar Gedanken gemacht. Wir müssen eben, denke ich, viel weniger selber etwas vorgeben als unterstützen.
Das Stichwort Dialog ist ja auch schon sehr gefallen. Also wenn ich an die vielen Organisatorinnen und Organisatoren, an die vielen Ideen denke, die in diesem Jahr nur bei uns jetzt da eingegangen sind, wenn ich an die vielen Sprachen denke, die wir schon benutzt haben, die verschiedenen Hintergründe der Leute, die eben hier waren, dann sind das ja auch Aspekte, die der Berner Regisseur Milo Rau für ein relevantes Stadttheater der Zukunft definiert. Ich denke, es sind erst recht Aspekte, die für ein politisches Forum von Bedeutung sind. Und für unsere Belange ein paar Stichworte dazu eben die Arbeit an der Veränderung, das heißt an der Demokratisierung, auch der Demokratie, und gesellschaftliche Prozesse daran, unterschiedliche Sprachen und Erfahrungen und Hintergründe, die damit einfließen. Das geht bis zu Flucht- und Kriegserfahrungen, die natürlich auch in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen und die wir in der letzten Ausstellung von Oktober bis Dezember hatten und auch thematisieren konnten. Es ist damit eine grundlegende Öffnung, wo eben politische Verantwortliche auf Augenhöhe zu den Leuten gehen und Inhalte gemeinsam entwickeln und umgekehrt, dass eben auch die Menschen ihre Ideen, Erfahrungen und Erwartungen auf Augenhöhe mit einbringen. Ich glaube, das war Martha Nussbaum, die kürzlich in einem Interview gesagt hat, wer keinen Einfluss nehmen kann, hat Angst. Und für Demokratien ist das eine große Gefahr. Und ich denke eben, das war auch schon angetönt, direkte Demokratie hat eben auch diesen Aspekt, die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, Angst damit etwas abzubauen und eine demokratischere Gesellschaft zu stärken. Aber das geht auch nicht in allen Fällen. Es bedingt auch, dass es nicht klare und immer gleiche Gewinner und Verlierer produziert, dass es eine Diskussion ist, die sich ändert. Auch das hatten wir in mehreren Diskussionen erfahren mit Leuten, die aus verschiedenen Ländern hierher kamen und zum Teil sehr unterschiedliche Vorstellungen von direkter Demokratie haben. Und da bringen wir gerne unsere Erfahrungen ein, tauschen uns aus und lernen aber auch sehr viel von anderen. In dem Sinne gibt es eben auch sehr viele spannende Ansätze zur Partizipation weltweit und in dem Sinne auch Demokratielabors. Wir werden das in einer speziellen Veranstaltung auch noch thematisieren. Eines dieser Demokratiehäuser, die am Entstehen sind, ist in Köln. Wir haben versucht, mit den Kölnern Kontakt aufzunehmen. Wir haben das auch geschafft. Wir werden über Skype mit Ihnen kurz reden. Leider funktioniert es mit dem Bild nicht. Ihr müsst euch also den Leiter in Köln des Projektes Demokratiehaus vorstellen. Er heißt Thomas Schmeckpepper und ist ein junger Herr, der jetzt in seinem Büro sitzt und auf unseren Anruf wartet. Es war so, wir wollten ihn einladen, um den Erfahrungsaustausch gleich hier stattfinden zu lassen. Es ist aber so, dass Sie gerade heute Ihr Projekt in Köln vorgestellt haben, zusammen mit der Oberbürgermeisterin. Da konnten sie unmöglich noch hierher kommen. Deshalb jetzt nach ihrer Veranstaltung in Köln wollen wir verschauen, ob wir mit ihm Kontakt aufnehmen können. Netterweise macht das Stefanie. Es ist ja eigentlich nur ein Verbindungsknopf zu drücken, aber wenn dann das Gerät ausfällt, dann haben wir ein Problem, da muss jemand die Technik bedienen und ich muss dann die Überleitung erzählen. Es scheint auch so zu sein, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn ich noch etwas zum Politforum sage. Es ist so, wir haben diese Erfahrungen, wie wir das machen, eben diesen Austausch mit der Gesellschaft, diese Inputs aufnehmen, wir haben das in diesem ersten Jahr versucht zu machen. Wir haben auch eine erste Bilanz, weil wir sind in der Form seit 1. Januar 2018 aktiv. Wir haben in dieser Zeit, in diesem Jahr 2018, 4 Ausstellungen gehabt. Wir haben selber zusammen mit ganz unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern 47 Veranstaltungen organisiert. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt von so einem Ort. Wir haben im Raum, der 2 Stockwerke unten ist, den man mieten kann für politische Veranstaltungen, nochmals 189 solche Veranstaltungen gehabt in diesem Jahr. Von dem her war das immer eine schöne Erfahrung, eine Art Bienenhaus, wo es rauf und runter ging. Okay, das war Punktlandung. Mittlerweile sollten wir Kontakt haben.
Ja, hallo. Das ist Thomas Schmeckpepper aus Köln. Kannst du uns hören? Ich höre euch gut, ja. Wunderbar. Und ich habe gerade eine kurze Einleitung gemacht über das Demokratiehausprojekt in Köln, weshalb wir uns nicht sehen und nur hören. Und ich hoffe, es bleibt dabei, dass wir uns gut hören. Thomas Schmeckpepper, du bist Projektleiter des Demokratiehauses in Köln und ihr habt eben gerade heute das Projekt zusammen mit der Oberbürgermeisterin vorgestellt. Kannst du uns sagen, weshalb braucht Köln ein Demokratiehaus? Ja. Erstmal herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf, auch mit einem Bild und ganz herzliche Grüße aus der schönsten Stadt nördlich von Bern. Wir haben unsere Idee des Projektes heute mit unserer Oberbürgermeisterin Frau Reker vorgestellt und wir sind überzeugt davon, dass es dieses Haus für Köln braucht. Das hat vor allem damit zu tun, Köln hat eine wahnsinnig agile und aktive Zivilgesellschaft in sämtlichen Teilbereichen der Bürgerschaft. Aber Köln ist auch eine wachsende Stadt. Köln steht vor denselben Herausforderungen wie andere Großstädte in Deutschland. Städte werden größer, die Räume und Plätze werden knapper und teurer. Das gilt insbesondere für gemeinwohlorientierte Initiativen, die sich zumeist im Innenstadtraum überhaupt nicht mehr eignen. Damit natürlich auch aus der Sichtbarkeit im öffentlichen Raum rausgehen. Deswegen meinen wir, wir brauchen so ein Haus in Köln, und zwar möglichst groß, möglichst zentral und sicher. Ich muss dich bitten, etwas kürzer zu sprechen, weil die Leitung, glaube ich, die verträgt nur eine bestimmte Datenmenge von Informationen zur Demokratie. Sag doch, wie sieht euer Projekt konkret aus? Also wir wünschen uns ein Haus, wo wir zum einen Arbeitsflächen schaffen. Arbeitsflächen für gemeinwohlorientierte Initiativen, daran angebunden sollen auch offene Coworking Spaces werden. Weiterer zentraler Punkt sollen große Veranstaltungsräume werden, wo wir vor allen Dingen auch unserem Anspruch einer Bildungstätigkeit gerecht werden möchten. Wir möchten Begegnungsräume schaffen für Bürger untereinander, für Initiativen untereinander, aber auch zwischen Bürgern und Lokal- und Kommunalpolitikern. Und spielt bei euch das Thema direkte Demokratie eine Rolle in den Überlegungen? Naja, wir sind jetzt relativ früh in unserem Prozess bereits in die Öffentlichkeit gegangen. Mehr als ein erstes Team und erste Kontakte und eine wachsende Idee haben wir ja nicht. Das haben wir sehr bewusst gemacht, weil wir den Prozess auch öffnen möchten. Wir möchten Akteure sehr früh mit reinholen und die Stadtgesellschaft auch sensibilisieren für dieses Thema. Dieser Akt alleine, das in die Öffentlichkeit gehen und unseren Anspruch artikuliert als die Gesellschaft, ist für sich genommen ja auch schon ein Akt direkt Demokratie, natürlich. Und habt ihr Kontakte zu anderen ähnlichen Projekten? Und könnte euch oder was würde so ein Netzwerk oder ein Austausch unter Demokratiehäusern international, würde das euch etwas bringen oder würdet ihr euch da beteiligen? Ja, wir Kölner lieben ja das Klüngeln. Ich glaube, das können wir sehr gut. Der Aufbau eines Netzwerkes, national wie international, hat natürlich ganz unterschiedliche Vorteile. Zum einen sehe ich da den Punkt des inhaltlichen Austausches von Kompetenzen, Expertisen und Erfahrungen. Zum anderen ist es auch immer wieder eine Motivation zu sehen, dass man nicht bleibt in seinem Blasen unterwegs ist, sondern weltweit Menschen für dieselben Ziele unterwegs in sich setzen. Und natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, sich eine gemeinsame Lobby zu schaffen, vergrößert natürlich auch die eigene Glaubwürdigkeit, wenn man dann zum Beispiel nach außen geht und Investoren für sich aussucht. Gut. Ich erlaube mich jetzt noch hier in Bern in die Runde zu fragen, wenn wir schon jemanden aus Köln mit einem Projekt am Draht oder im Skype haben. Vielleicht kommt noch eine Frage aus der Runde, die ich dann weitergeben würde.
bleib noch kurz dran. Gibt es Bedarf an Austausch oder Information nach Köln? Ja, hinten Adrian Schmidt hat eine, ich weiß nicht, wie man dem sagt, eine Frage, ja. Ja, ich hätte eine kleine Frage. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Democracy International in Köln? Also die Frage ist, wie die Zusammenarbeit mit Demokratie International, Democracy International aussieht, die ja auch in Köln beheimatet ist. Ja, die bedingt sich allein schon dadurch, dass Democracy International mich angestellt hat, um hier in den ersten Schritten die Projektleitung zu übernehmen. Also Democracy International gehört zu den Gründungsinitiativen, sowie auch unter anderem Mehr Demokratie. Gut. Ich bedanke mich herzlich für deine Einschaltung. Ich wünsche euch und dem Projekt noch viel Erfolg und ich hoffe, wir werden uns, wie wir uns auch schon gesehen haben, in Rom weitersehen und in Kontakt bleiben. Und würde ich sagen, ich wünsche dir schönen Feierabend. Ich weiß nicht, wie das die Kölner da so verbringen, den Feierabend. Ja, die Kölner machen dann auch irgendwann Feierabend. Okay. Dann lassen wir euch mal. Hä? Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Herzlichen Dank. Gut, ja, ich bedanke mich. Ich glaube, das gibt so einen ersten Einblick, wie vielleicht so ein Netzwerk sich entwickeln könne, arbeiten könne, ein Element einer demokratischen Infrastruktur, wie eben natürlich nur ein Aspekt ist der ganzen Ausstellung, die wir heute eröffnen und auch nur ein Aspekt der Frage, wie sich direkte Demokratie weiterentwickelt. Das werden wir sicher am 31. Januar noch weiter diskutieren. Ich frage mich gleich, ob es weitere Fragen oder Bemerkungen gibt, auch zu den Ausführungen von Präsenz Schweiz, Peter Fankhauser. Und ja, Mikrofon ist gut, wegen wir nehmen es auf, tun es, wenn niemand dagegen ist, dann auf YouTube, damit man das nachsehen kann. Ja. Ich habe einige Fragen, nicht nur eine. Und zwar, Sie haben gesagt, Sie waren in Rom, ich nehme an, im September, wo die Cinque Stelle eingeladen haben, zu diesem dreitägigen Anlass, die rechte Demokratie. Wie haben Sie das dort erlebt? Von meiner Seite aus muss ich sagen, Italien ist noch nicht so weit, noch 20 Jahre weit für diese einzuführen. Ich hätte lieber die Partito Democratico gehabt, mit Renzi für dieses Thema weiter zu entwickeln. Aber es bewegt sich etwas und das ist ja positiv. Die zweite ist, die Ausländer, die haben in der Stadt Bern eine Möglichkeit, eine Partizipationsmotion zu. Und ich habe das mit Hilfe oder in Zusammenarbeit im Kompetenzzentrum Integration, aber das ziemlich. Ich bin auch beim Vorstand SP Migrantinnen und wir haben diese gestartet. Wir haben ungefähr die Hälfte Stimme zusammengebracht. Das kommt morgen in der Bund. Sie haben das natürlich erfahren, weil ja in Facebook publiziert ist, dass wir das gestartet haben. Und es ist ziemlich ähnlich als dieses Haus im Prinzip, was wir dort verlangen. Wir verlangen ein Haus der transkulturellen Begegnungsort für alle Schweizer und Migranten, die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden, Deutsch zu lernen und mögliche Austausch auch. Also das heißt, ich danke auch das EDA, das eigentlich sich so engagiert in dieses Haus, das für mich auch neu ist. Ich bin jetzt zwei, drei Mal hier, gestern war ich auch schon hier und war auch interessant. Und ich freue mich auch auf Ihre Antwort und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat man auch eine Möglichkeit, später auch in Bern ein Haus auch für Migranten und Schweizer zusammen, wo man auch verschiedene Tätigkeiten lassen machen kann. Danke. Ich sage gern zwei, drei Dinge. Erstens einmal besten Dank für die Bemerkungen. Es ist, ich erlebe jede Veranstaltung mit wirklich engagierten und informierten Leuten. Das freut mich jedes Mal. Ich kann vielleicht wir sind eigentlich schon in der Diskussion, was heißt direkte Demokratie für uns.
Zu Rom nur ganz kurz zwei Dinge. Das eine ist, diese Veranstaltung in Rom war von der Stadt Rom und das in Zusammenarbeit mit dem Global Forum. Das ist eine Trägerschaft, die das an verschiedenen Orten macht. Das nächste Mal wird es in Taiwan sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass das mal nach Bern kommt. Auf jeden Fall, diese Veranstaltung wurde von diesen beiden Organisationen getragen. Es ist so, dass Cinque Stelle sehr viel innerparteiliche Themenfindungspartizipation macht. Das war an diesem Forum keineswegs unumstritten. Und ich denke, die spannenden Ansätze, die wir dort diskutiert haben, die kamen nicht oder weniger aus Italien, das war zum Beispiel Barcelona, Madrid, aber auch in den USA gibt es ganz spannende direktdemokratische Initiativen. Wir haben auch viel über Südkorea diskutiert. Also ich glaube, das hat schon viel gebracht, aber es gibt natürlich auch diese ausschließende und plebiszitäre Form der Demokratie, obwohl ich sage jetzt nicht über Cinque Stelle, aber grundsätzlich, und da gibt es verschiedene Meinungen. Jetzt vielleicht für Bern, das ist natürlich toll, so dass diese Motion unterwegs ist, freut mich sehr. Auch damit sind wir auch im Labor Schweiz an verschiedenen Elementen der direkten Demokratie. Ich wollte in meiner Ausführung auch noch vorstellen, die Landsgemeinde von Kloten, vielleicht habt ihr es gesehen, die hat den Demokratiepreis der Neuen Helvetischen Gesellschaft erhalten für dieses Jahr oder eben diese Form der Ausländerpartizipation in Bern. Wir sind ja in Bern ein bisschen so, dass wir, weil wir nicht alle Möglichkeiten von Gesetzes wegen haben, weil wir nicht den Ausländerinnen und Ausländern einfach Stimmrechte zustehen können, müssen wir erfinden. Und das macht auch die direkte Demokratie erfinderisch. Und das ist ja ein erster Ansatz. Und die Frage von einem interkulturellen Haus, also wir versuchen das natürlich hier für die Politik zu machen. Das ist uns ganz zentral. Und wir haben auch eine erste Evaluation gemacht vom letzten Jahr. Da haben wir noch ganz provisorische Resultate. Aber die Offenheit und die Gastfreundschaft, ich glaube, das steht auch in der Wahrnehmung an erster Stelle. Ich hatte gestern einen Herrn hier auch im Turm. Dann habe ich gefragt, weshalb er hier sei. Er wollte mit uns sprechen und ist einfach mal in den Turm gekommen. Und das war der Vizepräsident oder Präsident der Association des Francophones à Bern. Das sind Leute, die eben viele Migrantinnen und Migranten, die Französisch sprechen hier in Bern. Und wir haben uns eigentlich sofort gefunden in der Frage, dass wir gerne etwas zusammen machen möchten. Beispielsweise haben wir am 12. März eine Veranstaltung mit Adamara. Das ist die Waadtländer eingebürgerte Nationalrätin, die über Einbürgerungen und was macht eine Schweizerin oder ein Schweizer aus? Ein Buch, das eben erscheint, reden wird auch auf Französisch. Also das sind Elemente auch der verschiedenen Sprachen, der interkulturellen Zusammenarbeit, die wir pflegen. Ich hatte hier in der Vernissage zum Thema Flucht eine junge Syrerin, die über ihre Fluchterfahrung hier oben auf dem Podium diskutiert hat. Das ist eines der für mich eindringendsten Erlebnisse, die ich hatte in diesem Zusammenhang. Sie hat immer gesagt, mir sträuben noch heute die Nackenhaare. Es sei wie wenn sie lebe mit einem Stein im Schuh. Und dieser Stein sei immer da, oder diese Erfahrungen. Und diesen Austausch, den pflegen wir hier. Und wenn sich da eine Zusammenarbeit oder ein Projekt für ein interkulturelles Haus gibt, wir haben ja auch das Haus der Religionen, in dem Sinne sind wir da wirklich sehr vernetzt unterwegs, dann freue ich mich erst recht. Der Sinn von dieser Haus ist natürlich auch, dass die immer offen ist für alle Ausländer und für Fragen von allen Ausländern über Integration. Oder? Weil das ist ja der wichtigste Punkt. Also das heißt auch über Staatskunde zum Beispiel, wie man sich integriert. Und es hat natürlich hier mehr so Abendprogramme. Aber was ich noch, wenn kommt morgen die Sommerruga? Halb sieben. Okay, danke. Gut. Gibt es einen weiteren Bedarf oder Beitrag? Sonst gebe ich mal zurück an Stefanie. Mit bestem Dank auch für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Peter.
Thomas, vielen Dank nach Köln, obwohl er uns jetzt nicht mehr hören kann. Und vielen Dank auch an Ihnen für Ihre Beiträge. Peter hat sich bereits bei Carol Hausermann bedankt. Ich möchte mich auch ganz herzlich noch bei dir bedanken, Carol, und auch bei Jean-Marie de la Fontaine für Ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit. Danke auch an dich, Peter, und Präsenz Schweiz allgemein. Obwohl wir die Ausstellung, die jetzige Ausstellung, heute erst offiziell eröffnen, möchte ich doch kurz einen Ausblick machen, was wir an nächsten Ausstellungen geplant haben. Im März zeigen wir eine Ausstellung über die Lebensweisen der in der Schweiz anerkannten Minderheiten der Sinti und Jenischen. Und ab Mai gehen wir dann wieder zurück zum Demokratiethema sozusagen und widmen uns ganz den Wahlen. Peter hat es schon erwähnt, es sind ja wieder Parlamentswahlen in der Schweiz im Herbst, aber auch in Europa wird im Mai gewählt. Und wir stellen in der Ausstellung «Wozu wählen?» die beiden Fragen, warum soll ich wählen gehen und wen soll ich wählen? Falls Sie über unser ganzes Veranstaltungsprogramm und Ausstellungsprogramm laufend informiert sein möchten, kann ich Ihnen den Newsletter ans Herzen legen. Sie können sich entweder online eintragen und wir haben auch unten beim Apero, das ein Stock unterhalb jetzt gleich dann stattfindet, eine Liste aufgelegt, wo Sie sich eintragen können, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich freue mich nun mit Ihnen beim Apero im unteren Stock auf die Ausstellung anzustoßen. Vielen Dank.